Während die Formel 1 aktuell über eine Revolution des Sprints nachdenkt, kritisiert Fernando Alonso ein ganz anderes Format, nämlich das Qualifying-Format. Die Einzelheiten dazu und was er im Einzelnen kritisiert, jetzt bei uns in den Champ One News. Ja, seit Jahren ist die Prozedur, wie das Qualifying abläuft mit Q1, Q2 und Q3, stets das gleiche. Stets in den ersten beiden Q-Sessions fliegen die fünf langsamsten raus und in Q3 wird dann ermittelt oder die Top 10 ermittelt und wer dann hinterher von Platz 1 aus ins Rennen gehen wird. Seit vielen Jahren unangetastet. Und genau das kritisiert Fernando Alonso, dieses Qualifying, die Art und Weise, wie eben die Zeiten ermittelt werden und was das mit ihm im Einzelnen nämlich ausmacht. Er selber meint, das Qualifying war mal die beste Einheit an einem Wochenende. Da werden die Autos wirklich lebendig. Aber inzwischen ist das Qualifying für uns Fahrer die schlimmste Einheit am Wochenende. Ja, und nochmal, wir reden dabei nicht über das Sprint, das ja im Endeffekt nichts anderes ist wie eine verkürzte Form eines klassischen Formel 1 Rennwochenendes. Also auch da natürlich haben wir das Shootout, auch da mit den drei Sessions, allerdings mit weniger Zeit als im klassischen Qualifying und einem Rennen, das auf 100 Kilometer begrenzt ist. Ja, und gerade das, was Fernando Alonso so beschreibt, eben, dass es die schlimmste Einheit am Wochenende ist, das hat der Spanier auch nochmal beim letzten Rennen eben in Abu Dhabi nochmal ausdrücklich gemerkt, beziehungsweise habe ihm das Ganze aufgezeigt. Aber was stört ihm denn im Einzelnen genau? Es ist vor allem der Stress, tatsächlich der Stress, so beschreibt Fernando Alonso das, vor allem eben ausgangs der Boxengasse. Die Bilder haben wir schon oft gesehen, wenn gerade ausgangs der Boxengasse so viele Fahrer erstmal bummeln, langsam fahren. Abu Dhabi haben wir es gesehen, Max Verstappen, der hatte keine Geduld mehr, der ist an den Fahrern vorbeigefahren. Das ging ihm alles zu langsam und das weitere Problem, das ist auch etwas, was Fernando Alonso nämlich kritisiert. Nicht nur eben, weil jeder Fahrer ja trödelt, um eben auch genügend Abstand zum Vordermann zu haben. Nein, eben auch der Verkehr und die Track Limits seien für ihn ziemlich furchtbar. Und sagt, wenn du mal die Maximalzeit nicht eingehalten hast, musst du gleich zu den Sportkommissaren. Dann wirst du aufgehalten, es werden Rundenzeiten gestrichen. Wir alle sind froh, wenn es zu Ende ist. Und das kann es nicht sein. Das beweist, dass dieses Qualifying-Format obsolet ist. Ja, vor allem kann eben ja auch gerade in so einem Format wie dem seit Jahren eben es in der Formel 1 nun stattfindet, im Qualifying eben auch mal leicht was schief gehen, weil viele Fahrer, wenn nicht gar jeder Fahrer, zum Risiko verdammt sei. Und er sagt, es geht nicht anders. Wenn du mal vorsichtiger fährst, verlierst du gleich eine Zehntelsekunde pro Kurve. Das kann man sich nicht mehr leisten, denn sonst ist man raus. Und eben sei das Stresslevel, wie er selber beschreibt, der Fahrer auch gerade deshalb sehr hoch. Aber, was total beruhigend ist, es sei eben auch für alle gleich. Generell muss man mal, glaube ich, über eine Formel-1-Revolution sprechen. Nicht nur den Sprint wieder mal anpacken, nachdem man festgestellt hat, dass das so in der Form vielleicht nicht das Wahre vom Wahren ist. Also, dass man am Freitag ein freies Training hat mit 60 Minuten, dann wird am Nachmittag das Qualifying für das Rennen am Sonntag gefahren. Der Samstag steht völlig im Zeichen des Sprints mit Shootout und Rennen. Und am Rennsonntag findet dann das klassische Rennen statt. Nein, man muss, glaube ich, mal generell auch gerade das Qualifying überarbeiten. Wie? Das ist eine gute Frage, die ich gerne mal auch an euch weiterreiche. Wie sehr zufrieden seid ihr mit dem Qualifying-Format? Seht ihr da Änderungsbedarf oder gefällt euch das so, wie es eben ist, dass man diese drei Sessions hat und dass in den ersten beiden die fünf langsamsten rausfliegen und dass dann eben um die Top 10 gefahren wird? Oder habt ihr da eine ganz andere Idee? Vielleicht auch ein bisschen sich daran erinnert, wie das Qualifying noch vor vielen, vielen Jahren auch stattfand, als eben die Fahrer einzeln rausfuhren und ihre schnellsten Zeiten in einem gewissen Zeitlimit fuhren. Ich glaube, wenn schon Revolution, dann richtig Revolution. Vielleicht auch sogar, was das Rennen am Sonntag betrifft.
Stichwort Tanken zum Beispiel. Ja, Nachhaltigkeit und allem, alles schön und gut, aber man muss trotzdem akzeptieren, Motorsport ist dreckig, Motorsport ist auch, ich nenne es jetzt mal, versaut, und Motorsport, man will es hören, man will es erleben. Und alles miteinander zu verbinden, zu vermischen, klimaneutral zu werden und, alles schön und gut, aber der Motorsport soll und darf seine DNA niemals verlieren. Bedauerlicherweise hat er das nämlich schon. Bis zum nächsten Mal.